So, trainieren bitte. Patrick Jobs können wir auch nochmal trainieren. Weiter geht's. So, Dr. Beam, können wir ganz kurz mal den Preis ein bisschen senken. Das wird zwar jetzt auch nicht mehr sehr viel bringen, aber egal. Machen wir mal Ramschpreis. $15. Und weiter geht's. Woo, Leute, Nintendo 64. Heute verwenden wir den Willkommen in der Welt der 3D-Grafik mit dem Nintendo 64. Wie der Name bereits verrät, verfügt die Konsole über einen 64-Bit-Chip und sie führt ein vereinheitlichtes Speichersystem mit 8 MB RAM ein. Seine Spielesteckmodule haben 64 MB Speicherplatz, viel Power, aber das Programmieren darauf ist kompliziert. Okay. Das heißt sozusagen, desto geringer die Komplexität ist auch, desto leichter ist es darauf zu programmieren. Ne? Jetzt schnicke ich das erst. So, gucken wir mal. 1,6 Millionen Dollar haben wir damit gemacht. Also es ist doch ordentlich, Leute. Ja, hier steht auch da, Sony PlayStation ist ziemlich komplex, deswegen hat das so lange gedauert. Deswegen würde ich gerne doch lieber mehr PC-Spiele machen, da würde das Programmieren schneller gehen. Jetzt peile ich das erst, dass es hier auch mit einfließt. Okay, so hier, den müssen wir nochmal trainieren. Oder wartet mal. Nö. Es wird einen sehr starken Trend für RPG-Spiele geben. 17.8. Oh, scheiße. Ey, den nehmen wir jetzt noch mit, Leute. Den Trend nehmen wir jetzt noch mit irgendwie. Ich hoffe, wir schaffen das. Oh, das gibt's ja gar nicht. Da guckt mal einmal nicht da drauf, ne? Unglaublich. So, wir können auch eine Fortsetzung. Wollen wir eine Fortsetzung machen? Haben wir denn irgendein cooles RPG im Pedo? Sehr. Muss man gucken. Ja, wir können eine Fortsetzung machen von der große blaue Baum. Das Problem ist, das Spiel, das kam erst vor einem Jahr raus. Aber scheiß drauf, ne, vor anderthalb Jahren. Das ist okay, wir machen eine Fortsetzung zu der große blaue Baum. Für einen PC. Das ist perfekt, weil dann geht das Programmieren auch schneller. Und wir nennen das diesmal der große blaue. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir der große blaue Mammutbaum machen? Oder machen wir der große. Komm, wir machen der große grüne. Nee, der große rote Baum machen wir einfach. Ich bin jetzt wirklich super ultra kreativ. Wir machen der große rote Baum. Der große rote Baum. Der noch. Ah ja, doch, der noch größere blaue Baum. Das nehme ich mal. Moment, das werde ich mir gleich mal copy-pasten. Damit ich das hier reinbekomme. Wie gesagt, meine Tastatur geht ja nicht hier. Der noch größere blaue Baum. Alter Schwede, Mann. Also das, wenn der große blaue Baum schon gigantisch gut war, dann ist der noch größere blaue Baum noch gigantisch größer. Das nächste nennen wir dann irgendwie der noch größere, noch blauere Baum. Oder irgendwie sowas. Oh nein, der Titel ist zu lang. Scheiße. Ja, dann mache ich blau weg, oder? Mache ich blau weg, als geht meine Tastatur. Das ist interessant. Machen wir den noch größere Baum. Der noch. Moment. Mal sehen, ob das geht. Der noch viel größere Baum machen wir. So gut, können wir so lassen. Weiter geht's. Keine Engine verwandten. Ey, wir müssen dann unbedingt mal eine RPG-Engine entwickeln. Das wäre wichtig. Das mache ich dann gleich mal. Weil dann geht das Programmieren da auch immer schneller. Wir müssen dann damit mal anfangen. Wir haben jetzt gerade dieses Polster. Dann machen wir da mal ein paar sinnvolle Spiele-Engines, würde ich vorschlagen. Jo, jetzt muss ich noch gucken hier. Brauchen wir das alles unbedingt? Ja, an sich schon. Ne? Das brauchen wir alles. Okay, weiter. 63 Tage brauchen wir. Ich lasse es mal weg mit Prototyp. Spieltag lasse ich auch weg. Wir müssen unbedingt den Trend mitbekommen. Ich lasse alles weg jetzt hier. Das dauert sonst alles zu lange. Wir können noch Cheats einbauen. Aber nö, ich will das Spiel schnell fertig bekommen, das ist mir wichtiger. Das wird schon klar gehen. So, das können wir alles so lassen, weiter geht's bitte. Einstellung übernehmen. So, gab's denn irgendein Problem beim letzten Mal? Nö. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich einen Punkt wegnehmen sollte, Leute. Das würde ich alles so lassen. Ich würde natürlich gerne Systemdesign und Scripting noch einen Punkt reinhauen, ich habe die aber leider nicht. Ihr könnt jetzt sagen UI noch, aber nö, ich lasse das jetzt genauso, wie es ist alles. Wir haben keine Punkte mehr, geht nicht. Und ich finde das schon so gut investiert. Wie gesagt, wir haben damit ein 80% Plus-Spiel gemacht. Und jetzt schreibst du Netic wie Gameplay UI Level 3 Network. Okay, ja. Zu spät. Tut mir leid, Alter. Tut mir wirklich leid. So, Produzentenvideo fragen. Ich würde aber gerne wieder auch Teens mit drin haben. Machen für alle und hauen einfach mal eiskalt. Kann ich hier draufklicken? 100.000 rein. Machen wieder Fantasy. Weiter geht's. So, das dauert jetzt auch nicht ganz so lange zu entwickeln. Wunderbar.
Wir müssen echt den Trend hier unbedingt noch mitreißen. Und das Gute ist, für PC-Spiele scheint die Entwicklung halt auch sehr viel schneller zu gehen, weil das nicht ganz so kompliziert ist, als wie wenn man es für Konsole entwickelt. So, warst du schon mal in der Schweiz? Ich weiß es nicht. Wenn, dann mal ganz früher mit meinen Eltern zum Wandern. Aber ich bin mir da unsicher. So, ich habe wirklich hart gearbeitet. Ja, komm, hier, nimm. Bitte. Der noch viel größere Baum. Ich bin gespannt. Und wir können wieder was erforschen, stand da gerade. So, was nehmen wir da mal? Nehmen wir mal das Schild hier. Machen wir wieder Double Case. Ich mach wieder weiß, weil ich das immer am besten finde. Ja, nehmen wir das Rote hier. Das ist okay. Und machen wir schwarze Schrift. So, weiter geht's. Kommt der Stream auf YouTube? Ja, Gamers und Makers kommt auf YouTube. Ist zumindest so geplant. So, Budget für die Messe festlegen. Vorstellung, eine größere Baum machen wir mal. $160.000. Ich werde diesmal auch wieder Geld in Werbung, Fernsehwerbung investieren. Ich glaube nämlich, dass unser letztes Spiel sich so gut verkauft hat, weil wir dafür auch Fernsehwerbung gemacht haben. Jo, 90.000 Fans. Es fehlt doch nicht mehr viel, dass wir dann 100.000 Fans haben. So. Wunderbar, Level Up, Gameplay Stufe 6, da freue ich mich. Ist noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Doch, hier, Stufe 4, Stufe 4. Wunderbar, da freue ich mich. Ui ist ein Level 2 und weiter geht's. So, ey Leute, das Spiel haben wir aber richtig schnell entwickelt. Wir machen jetzt wirklich alles, was geht, aber nur auf Englisch und Deutsch. So, das ist doch gar nicht so teuer. Und jetzt müssen wir den Preis noch nennen, zwei ähnliche Spiele. Nee, okay, wir machen mal $28. Ich glaube ja an das Spiel. Machen wir $28. Los geht's, Leute. So, ich bin gespannt. So, du hast eine Wertung bekommen für der noch viel größere Baum. Wertung anzeigen. Mal sehen, was ihr schreibt. 81%. Mal sehen, was noch kommt. Google sagt 81%. Wer bietet mehr als 81%? Ich trinke mal noch was. Das ist cool, Leute. Ich bin gerade in so einem super Flow drinne hier. Das ist super gerade. Grüße dich, Nefrit. Hallo. 90% sagt der rote Chunks. Sagt man eigentlich dann Chunks oder Chanks? Was ist denn dir da lieber? 85% von Jamin. Oder ja doch, Jamin99. Enessa 75, Ali 80, David 78, Daniel 90, Keyplex 86. Also alles sehr, sehr positiv auf jeden Fall. Und das Warhunter Jonas übertreibt mal wieder. Genauso wie der Chris. So gut, Wertung anzeigen, Leute. Ja? Na komm. Na. Okay, immerhin 76%. Die AI verzeiht nichts. Ja, was soll's? Die AI ist halt sehr gut. Aber insgesamt doch sehr, sehr positiv. 76% kann ich mit leben. Ich hätte ein bisschen mehr gehofft, aber ich denke doch. Wir haben schon $230.000 gemacht. Mal sehen, wie sich jetzt verkauft, Leute. So, und währenddessen muss ich aber mal forschen. $380.000 haben wir gemacht. 13.000 Einheiten haben wir. Also wir machen auf jeden Fall Geld damit. Das ist schon mal gut. So, Audio Soundtrack Version 1 und Game Assistant. Dann machen wir erstmal, das hier mal. Und du machst mal bitte das hier. So, und einen kann man noch trainieren. Dich hier. So, wie geht's euch denn eigentlich? Den geht's aber allen noch gut, sieht so aus zumindest. Okay, dann machen wir weiter. So. Oh, es wird einen sehr starken Trend für Reitenspiele geben. 9.12. Ja, den kriegen wir, ob wir den noch mitbekommen, den Trend. Das weiß ich gerade nicht. So, sind wir auch mal nominiert? Nee, ne? Doch hier! Ah nee, das ist Beamboy Games. Wollt ihr mich veräppeln? Ah, okay. Bin ich dabei. Beamboy Games ist dabei. So, das ist ja wie im Film. Ein vollwertiger Soundtrack erzeugt exzellente Klangatmosphäre. Großartig. Warum viel Geld in ein neues Spiel investieren, wenn du einfach ein altes aufpolieren kannst? New Edition, großartig. So, Little Settlers hat gewonnen. Wunderbar. Jo, ich gucke jetzt mal eben. Wie lange ist das jetzt hier? Scheiße, jetzt ist es nicht mal hier aufgelistet. Ja, ich glaube aber, wir warten jetzt mal, bis ein neuer Trend losgeht. Wir lassen das erstmal durchlaufen. Ich mache mal währenddessen eine Neuauflage von unserem ältesten Spiel, was die beste Bewertung hat.
Was haben wir denn hier? Panzer 3, nein. Wenn da irgendwas 77. Hier, Flap, Flap, Flap können wir Neuauflage machen. Kaboom können wir eine Neuauflage machen. Ja, Leute, lasst mal von Kaboom eine Neuauflage machen. So, Kaboom. Remastered. Remastered ist ja irgendwie so das Wort, was man momentan ständig hört in den letzten Jahren. So. Hey Gordon, grüße dich, ich grüße dich, grüße dich. So, Kaboom Remastered machen wir jetzt. Ne, als Neuauflage. Wähle eine Plattform, ich würde es gerne für einen PC machen. Weil das da am schnellsten zu programmieren geht. Wir könnten natürlich auch ein RPG in altes noch machen, weil das gerade im Trend ist. Ich glaube aber, der Trend hält nicht mehr lange. Denke ich zumindest. Wir machen Kaboom Remastered. So, der große Knall wird dann irgendwann eine Fortsetzung sein, wenn diese Remastered Edition erfolgreich wird, würde ich vorschlagen. So. 3D-Version 3. Können wir alles so lassen? Oh nein, das habe ich Stereo Sound Version. Nee, wir haben ja Surround Sound. So, das lassen wir alles weg. Wie zuletzt bitte, das ist okay so. Einstellung übernehmen. Ich hätte vielleicht trotzdem gucken sollen, dass da jetzt ein Trend losgeht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so ist, wie es jetzt gerade ist. Einstellung übernehmen bitte und jetzt muss ich mal gucken, was wir hier noch besser machen können. Ja. AI könnte noch höher sein. AI und UI, würde ich sagen. Aber Grafik müssen wir halt jetzt auch mal einen Punkt noch reinhauen. Was ist noch wichtig? Gameplay, Level Design, AI, UI. Grafik ist gar nicht so wichtig. Machen wir UI Design, machen wir mal so hier, oder machen wir so. Ist gar nicht so leicht jetzt gerade, weil es hat sich sehr viel verändert seit dem letzten Mal. Es hat sich wirklich sehr viel verändert. Was machen wir denn da? Mal Producer fragen. Producer sagt so. Wollen wir einfach mal dem Producer vertrauen? Ich meine, wir haben Stufe 5. Das sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich. Der Level Design ist ganz schön viel. Okay, nö, ich lasse das mal so. Ich vertraue jetzt wirklich mal dem Producer. Wir werden ja sehen, was passiert. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Also ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Ich hätte es nicht gedacht, dass das jetzt. Ich hatte gedacht, die hauen einfach eine neue Engine. Also, die machen einfach eine Full-HD-Version davon, dass das übelst schnell geht. Aber wir machen ja ein komplett neues Spiel. Was ist denn das für ein Mist? Das machen die richtigen Publisher da auch nicht. Die Remastered Edition in der Regel sind da einfach nur irgendwelche, weiß ich nicht. Man kann es jetzt im Full-HD spielen und das war's halt. Naja, gut, was soll's. Also, machen wieder alle. Story hauen wir mal so 40.000 rein. Wir haben ja jetzt die Kohle. Mal so hier. Produzent ist okay. Wir können natürlich auch. Kann man denn Reisen über Breiten auswählen? Nee, geht nicht. Strategie mit Reiten. So. Ich würde gerne meinen Spielenverkauf noch ein bisschen bewerben. Ich überlege nur, ob ich wirklich mal 450.000 Dollar investiere. Nee, wir machen 180.000. So. Ja, das bringt schon einiges. Vielleicht hätte ich doch nochmal 450.000 machen sollen. Na gut. Wir haben jetzt wirklich auch bald 100.000 Fans. Oh nein, der BG-Spieltrend ist jetzt vorbei. Na gut. So, 90 Tage. Okay, wir werden jetzt gleich auf jeden Fall das, den nächsten Trend dann wieder gleich mitnehmen. Wir könnten auch FIFA-Weltmeisterschaft würde ich ja gerne entwickeln. FIFA-Weltmeisterschaft 98. Hätte ich Bock, ein Fußballspiel zu machen. Und ich glaube, das mache ich gleich auch, Leute. Okay. Ja, ich bin da besser. Hast du recht. Tanka. Ta. Tonka. Du bist ja besser wie, mach sogar neue Grafik, yo. Ne? Ich meine, es ist ja wirklich so, die ganzen Publisher, ey, die ganzen Remastered-Dinger, das ist ja alles eigentlich in der Regel nix. So, jetzt muss ich noch ein Cover machen. Machen wir wieder CD, machen wir gleich wieder so eine Doppelhülle. Das sieht immer so aus, als wäre da mehr drinne. Dann machen wir mal das hier. So, würde ich einfach mal so lassen, wie es ist. Wie würdest du Dragon Age Inquisition empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Man muss den Einstieg von Dragon Age Inquisition muss man ein bisschen überstehen, weil am Anfang ist es ein bisschen träge, aber desto mehr man reinkommt in das Spiel, desto besser wird es dann. So, 2,2 Millionen Dollar haben wir damit gemacht, das ist wunderbar, da freue ich mich. Und jetzt, Achtung, gibt es schon einen neuen Trend irgendwie? Nein, gibt noch keinen neuen Trend. Hast du vor, mal einen Livestream zu Path of Exile zu machen? Wenn der vierte Akt rauskommt, also in ein paar Monaten, wollte ich eigentlich einen Hardcore-Stream machen, wo ich wirklich alles aufnehme oder alles streame, was ich da zocke. Das ist zumindest mein Plan. Ich kann es noch nicht fest versprechen. Ich habe es mir aber vorgenommen.
Weil PoE ist ja das Spiel, was ich auch privat mit Abstand am meisten spiele. Und dann würde ich einfach mal dazu streamen. Zumindest ist das die Idee. Zumindest ist das die Idee. So Leute, wir hauen jetzt hier mal alles wieder raus. Machen das hier mal alles wieder weg. So. Es gibt kein ähnliches Spiel. Okay, dann machen wir mal. Ich mach mal $25. Vielleicht ist es ja, wenn es so gut ist, dann kann man das ruhig mal ausprobieren. So, es gibt auch neue Forschung. Es gibt auch noch keinen Trend gerade. So, Kaboom Remastered. Mal sehen, was ihr jetzt schreibt, was das für ein Spiel wird. 75% der Comments sind irgendwie unlogisch. Okay, keine Ahnung. Ging ja fast nach Krippe-Chat hier. Wie verkrampft sich nicht so sehr drauf, die Trends mitzunehmen, weil später dauert so ein Spiel an die 200 Tage und dann wird es dir unmöglich sein, die Trends zu erwischen. Alles klar, okay. Ja, da komme ich jetzt auch erst jetzt dahinter, dass die Entwicklungszeit sehr stark variiert und dass man darauf achten muss. So, 72%, 73%, 73%, 123%, 73%, 82%, 80%, 69%, 81%, 94%. Na gut, wir legen einfach mal los. Achtung, los geht's. Wow. Wow. Oh, sei Leute, wo denn? Oh, Leute, ich glaub's ja nicht. 92%, das ist ja der Wahnsinn. Großartiges Level-Design macht die Kämpfe spannend, aber nie unfair. Also, Schwede, Beamsoft veröffentlichte noch ein fast perfektes Strategie-Artillerie-Spiel für einen BPC. Guck mal hier, Editor's Choice ist jetzt sogar dabei. Alter Schwede, alles on top, Mann. Mit Kaboom Remastered, wer hätte denn damit gerechnet? Boah, prachtvolles visuelles Design, klasse Sound, befriedigender, variantenreicher Kampf, bei dem hart zugeschlagen wird. Großartiges Level-Design führt zu herausfordernden, spannenden Kämpfen. AI setzt Maßstäbe fürs Genre. Intuitives Steuerungsschema. Die Story ist voller spaßiger Wendung. Aufregender PvP-Schlagfelder. Wuhu! Und Krabgen, herzlich willkommen. Freut mich, dass du jetzt auch mit am Start bist. Alter Schwede, ich bin übelst happy, Mann. Das ist mein erstes Spiel auf Gamers Go Makers, wo ich über 90% habe. Oh, ich könnte ja glatt eine Träne vergießen. Und das Coole ist, ey, das ist jetzt entstanden, weil ich auf meine Producer-Fähigkeiten gehört habe. Ne? Ich hab ja vor allem das als nach meinen Producer-Fähigkeiten entwickelt. Der Wahnsinn! Und Krabgen, ne? Herzlich willkommen. Oh. Leute, ich glaub's ja nicht. Ach, Kaboom, Remastered. Ne, wir müssen auf jeden Fall dann noch ein Add-on machen und eine Fortsetzung dann von Kaboom. Das ist jetzt unser Zugpferd, Leute. Das ist unser Zugpferd. So, das müsste jetzt aber richtig Asche bringen.